Zweiter und erster Nicht-Norweger im Super-G von Gröden. Wie geht's ihm jetzt? Jetzt sehen wir auch oben diesen Teil. Richtig, durch die Kompression durch. Schön ist er drüber. Lang in der Hocke geblieben, stecken wieder drin. Sack, gefällt. Gefällt, alles gut. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Passt auch, super drin geblieben jetzt und jetzt taucht er in den Schotten ein. 117,9 so. km/h. Gut, jetzt schauen wir uns an. Da ist eben wichtig, bei der nächsten Zwischenzeit möglichst wenig von diesen 117,9 zu verlieren. Dann warst der Ski ist gut gegangen, du bist gut locker drauf gestanden. 39 Bitchen, 40,00, nehmen wir mit. 112,3. So. Jetzt fängt es wieder mal neu an. Das ist sicherlich der Teil, der wesentlich besser liegt als der obere. In Bezug auf das Tempo schneller oben gewesen. Pfeifen nochmal, das darf nicht sein. Das kostet wieder Speed da aus. Immerhin, es ist gut gegangen. Aber jetzt 35 Hundertstel. Der war voll dabei gewesen. Voll dabei. Auf Hundertstel dabei. Und, jetzt müssten wir mal den Nachbrenner einschalten. Hilft nichts. Nein. Diese Welle. Ach Gott, Mutter. Wen haben wir da gesehen heute schon, der so ein Glück gehabt hat dort? Wer war denn das? Ein Poisson, glaube ich. Und der Bank ist da ausgeschieden. Au, weh, Mottl. So, der erste recht heftige Sturz. Der hat sich, da hat sich ein bisschen hineingesehen. Ja. So, und fliegt auf die rechte Hand. Auch heftig, der Aufschlag. Brille fliegt weg. Bleibt bei Bewusstsein. Gottlob kann da vor allem auch einen recht langen Sturzraum. Aber ja, rechter Arm. Rechte oder linke Hand. Am Ellbogen, was aber, wie ist es dazu gekommen? Gerade wie er den Schwung ansetzt, zu der, über diese Welle hin zur Czaslatwiesen, ist er wahrscheinlich ein bisschen zu sehr in Innenlage schon gewesen. Der Innenski, der rechte in dem Fall hat gebiet.